One of me, there's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to. Wir sind live ein drittes Mal und man könnte sagen, quasi von den Top-Models unter den Beauty-Messen, nämlich von der Glow Convention bei DM hier aus Essen. Vielleicht wart ihr in Show 1 und 2 schon dabei. Ich sage euch so viel, es lohnt sich dran zu bleiben, denn es gibt natürlich was zu gewinnen und zwar nicht nur einmal, sondern gleich fünfmal. Und diese junge Dame, die neben mir ist, Top-Model ist ja das richtige Stichwort. Germany's Next Top-Model-Gewinnerin 2020, Jackie ist da. Ich freue mich voll, hier sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist, aber du bist ja nicht mit leeren Händen gekommen, sondern du wirst diese Bag gleich noch ein bisschen füllen. So sieht's aus, richtig. So, welche Marke hast du mitgebracht? Alverde. Eine Brand, die mein Badezimmer branded, ja. Also wirklich, ich liebe Alverde schon seit Jahren, schon vor GNTM und ich bin dem Ganzen auch treu geblieben. Auch wenn ein paar Sachen noch dazugekommen sind, greife ich immer... Achtung, jetzt kommt's, Magic. Immer auf Alverde zurück. Was ist das, Lippenbalsam? Ja, das ist mein Lippenbalsam. Sehr gut. Davon habe ich verschiedenste. Ja. Und die hast du quasi immer irgendwo im Körper verteilt? Nee, eins dann. Ja doch, ich habe auch meistens so eine Alternative noch dabei und dann einfach einmal auf die Unterlippe und schon glowt ein bisschen. Das sieht bei euch immer so einfach aus. Ob das alles wirklich so einfach ist, willst du uns gleich noch verraten, aber ich kann euch eins sagen, was sehr einfach ist, nämlich diese Bag hier zu gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur in der MeinDM-App zuschalten. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen, wenn ihr die nicht eh schon habt. Und dann müsst ihr nichts tun, außer zuzuschauen und könnt eine von fünf Glow Bags gewinnen und zwar in jeder Show bei uns. Die werden wir im Laufe der nächsten zwei Tage pickepacke voll machen und dann werden die zu euch nach Hause geschickt. Also wenn ihr noch bei Instagram, TikTok oder YouTube aktuell seid, schnell parallel die App runterladen, rüberkommen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Und da wandert nicht nur der Lippenbalsam gleich rein. Ich habe jetzt entschieden, dass wir den auch einfach mit reinpacken. Ja, super gerne, wurscht, ja, machen wir. Sondern, was hast du noch mitgebracht? Ja, ich habe hier eine Contouring Highlighting Palette mitgebracht. Gehen die Fremdwörter für mich schon wieder los? Naja, Contouring und Highlighting halt. Kim Kardashian hat das doch eigentlich so ins... so groß gemacht, Contouring, oder war das nicht, was sie am Anfang immer so sehr extrem hat? Da fragst mich jetzt, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ach, doch, jetzt ich kommt's. Bin nicht total krass Make-up-affin. Also privat, wenn ich nicht muss, dann trage ich halt Augen-Make-up, weil ich es liebe. So dezent wie heute. So dezent wie heute, genau, so dezent wie heute. nee, dann wirklich dezenter. Dann auch mit Contouring, was man übrigens auch als Lidschatten verwenden kann. Ja? Oder halt eben Lidschatten von Alverde. Oder ein bisschen Wimperntusche nur und das war's. Und also dann weniger halt ist manchmal auch mehr. Ja, auf jeden Fall. Heute ist natürlich so mit Red Carpet und so wurde ein bisschen mehr aufgetragen, ist auch immer ganz nice. Dementsprechend, ich habe mich echt super spät mit dem Thema Make-up auseinandergesetzt. Aber gekonnt, wie wir alle wissen. Und ich habe auch das erste Mal vor 2 Wochen eine andere Person geschminkt. Vorher immer deine Schwester. Meine Schwester. Du hast es eben schon erzählt. Ja. Ah, ich wusste es. Ich lese hier immer parallel eure Kommentare mit. Das heißt, ihr könnt gerne einfach unten in den Chat schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und Sandra hatte gerade, glaube ich, schon geschrieben, ach, das Lippenbalsam kenne ich noch nicht. Sieht toll aus. Yvonne, wie cool. Sally, mega Aktion. Also wenn ihr Fragen habt an diese junge Dame oder natürlich zu den Produkten, dann packt sie gerne in den Chat. Wir versuchen so viele wie möglich hier auch mit reinzupacken. Und ich sehe gerade, Fatih schreibt, es hängt wieder. Ja, wir wissen, wir haben ein paar technische Probleme, was damit zusammenhängt. Die Glow ist so voll von Leuten und ich glaube, jeder hat wahrscheinlich das Handy gerade draußen und da ist es manchmal wahrscheinlich ein bisschen so, dass vielleicht das ein oder andere Selfie den Stream stört, aber wir geben unser Bestes und ihr könnt die Shows natürlich im Nachgang auch in der MeinDM-App einfach nochmal gucken. So, jetzt aber zu der Contouring-Palette. Yes. Was ist das Besondere daran? Naja, am Ende des Tages kannst du ohne Foundation und ohne Concealer dein Gesicht einfach, zum Beispiel bist du ein bisschen aufgedunsen, du wachst morgen auf und denkst so... Kenn ich gar nicht. Und dann kannst du mit dezenten Schatten, das ist zum Beispiel jetzt hier mit der dunklen, mit den dunklen Farben... Du hast doch da ein paar Pinsel, komm, leg doch mal Hand an. Soll ich? Ich mach mich hier als dein Make-up-Model. Da habe ich hier mal kurz das Kabel etwas verhindert. Contouring hatte ich bisher auch noch nicht, aber... Okay, ja gut, Contouring ist jetzt die Frage. Möchtest du Contouring haben oder wollen wir Lidschatten daraus machen? Weil das geht, wie gesagt, du kannst auch aus Lippenstift
Lidschatten zaubern. Du machst das, was du gerne allen da draußen zeigen willst, was man damit machen kann. Ich bin quasi deine weiße Leinwand und du lass das jetzt, einfach mit mir machen. Du schaust jetzt mal so straight in die Kamera einmal kurz und erkläre ich, wo mein Contouring auftragen würde. Und für den Fall, dass ich jetzt einen Fehler mache, verzeiht mir, weil ich mache eigentlich bei mir immer nur hier. Ja, bei mir ist ein bisschen mehr zu tun. Und auf den Augen. Und das war's. Also mehr Contouring mache ich nicht. Normalerweise konturiert man halt das ganze Gesicht. Hier ist jetzt übrigens noch keine Farbe auf dem Pinsel. Ich zeige das nur. Also hier wird Contouring eigentlich aufgetragen. Dann hier bei den Cheekbones, sagt man dazu auch. Wo sind denn die Cheekbones? Das sind die Wangenknochen. Die Cheekbones. Yes. Wisst ihr, okay, ich halte meine Cheekbones für euch in die Kamera. Entschuldigung. Die Cheekbones. Oh, herrlich. Eben, um den Schatten zu setzen. Und das kann dein Gesicht verformen. Dadurch, dass der Schatten künstlich erzeugt wird. Okay, ich mach bin noch mal nicht so schlank. Da, wo dein Bart ist, kann ich halt nicht. Ne? Sehr gut, das ist quasi Contouring für den Mann. Okay. Wir können das dann mit Haaren im Gesicht machen. Ihr macht okay. Das mit Make-up. Ich erkläre noch kurz weiter. Dann haben wir hier noch die Nase, wo man links und rechts auch den Schatten setzen kann. Und da drüber, und deswegen ist es eine Contouring- und Highlighter-Palette, macht man Highlighter. Weil das hebt das und macht deine Nase schmaler. Also dunkel setzt zurück, hell richtig, hervor. Richtig, genau. Sehr gut. Und damit kann man echt das Gesicht eines Menschen so krass verformen. Deswegen Leute, keine Komplexe bekommen, Make-up macht's. Katha fragt, ich spreche einfach immer dazwischen. Mhm. Katha fragt, ist die Palette Puder oder Creme? Das wollen wir doch mal ausprobieren. Und sind alle Alverde-Produkte vegan? Das ist tatsächlich, Moment, ja. Also ja. Vegan, ja, Punkt. Also tierversuchsfrei, ja. Sehr gut. Punkt. Und bezüglich Creme oder Puder, das ist so ein Misch. Fass das mal an. Es ist schön, dass du mir das jetzt zeigst, als sollte ja, ich jetzt wissen, was das ist. Ja. Warte. Wie würdest du es sagen? Es ist eigentlich so ein Mix. Eher pudrig, würde eher pudrig, sagen. Aber trotzdem haftend. Und das wollen wir. Wir wollen ja nicht, dass es abfliegt, wenn der nächste Windstoß kommt. Okay, ich lege jetzt mal los. Und ich habe mir gerade überlegt, wenn ich dein Gesicht so angucke, ich mache jetzt mal Lidschatten. Was kommt, wenn ich mir dein Gesicht so angucke? Okay, schießt einfach los. Ja, da habe ich einfach Lust gerade drauf, dir so ein bisschen Lidschatten zu machen. Okay, gut, ich hoffe, das wird jetzt was. Wir fangen jetzt mal an. Willst du mitreden oder soll ich komplett zaubern? Ich habe doch jetzt schon nichts mehr zu sagen bei dir. Ich weiß es doch schon. Dann mach die Augen zu. Und wir starten mit, du musst mich dann vielleicht nur mal so ein bisschen drehen, dein Gesicht. So? Ja, genau so, dass man es immer noch in der Kamera sieht. Ich hoffe, ihr könnt da was sehen, ja. Ja, doch, man kann es noch sehen. Übrigens habe ich schon Wimperntusche von Judith Williams heute Morgen drauf. Die ist nämlich auch in unserer Glowback, die ihr ja, wie gesagt, wenn ihr in der MeinDM-App schaut, 5-mal pro Show gewinnen könnt. Ich quatsche einfach weiter. Ja, macht das. So. Also von daher, es lohnt sich mitzumachen und mitzugucken. Und übrigens, nächster Vorteil, wenn ihr die MeinDM-App runterladet, ist, wir haben aktuell eine Cashback-Aktion, die wird euch direkt oben aufgezeigt. Und da könnt ihr bis zu 15 Euro zurückbekommen. So, es fühlt sich auf jeden Fall schön an. Ja, es sieht auch schon super aus. Also, was für eine Farbe haben wir denn da? Ich bin direkt aufs Dunkle gegangen, um dir so ein bisschen Smoky Eyes zu machen mit Contouring. Ja, ich wollte heute Abend auch noch feiern gehen. Deswegen, es ist super. Mal gucken, vielleicht bekomme ich sogar ein Cat Eye hin. Ein was? Ein Cat Eye, also so, dass das so aussieht wie so eine Katze, weißt du? Wobei, dafür machst du bitte wieder die Augen zu. Ja, okay. Ich habe hier nichts mehr zu sagen. Ich muss hier ein bisschen mehr auftragen. So. Noch ein bisschen. Ich muss mich da jetzt erstmal rantasten. Ach. Vor allem, wenn der gute Herr hin und wieder mal lacht. Ja, es tut mir leid. Das sieht echt ganz nice aus. Also ich schwinge das hier so ein bisschen nach oben, bis unter die Augenbrauen. Und ich werde danach mit Highlighter arbeiten. Also ich habe jetzt extra mit Dunkel angefangen und dann so ein bisschen Highlighter-mäßig. Es werden jetzt so leichte Smoky Eyes. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt, das ist jetzt der zweite Mensch, den ich hier Make-up-mäßig versorge, echt so ein bisschen Ambitionen in Richtung, ich hätte Bock auf Make-up. Oh, ja, vielleicht solltest du so einen Make-up-Shop bekommen. Hallo, Ladies and Gentlemen, I'm here. Aber wir sind noch nicht fertig und für alle, die gerade erst dazugekommen sind und sich fragen, Moment, was machen die da? Das ist doch gar keine Lidschattenpalette, die sie da in der Hand hat. Das ist egal. Ja, aber deswegen ist ja das Coole, dass man eben auch zeigen kann, dass man auch mit einer Contouring-Palette anscheinend Smoky Eyes machen kann. Ja, also so ein leichter Hauch Smoky Eyes, aber ich werde auch gleich nochmal so ein bisschen mehr Contouring machen bei dir. Ja. Ich überlege so ein bisschen die Augen gleich und die Cheekbones. Die Cheekbones, das ist mein Lieblingsbegriff des heutigen Tages. Also unter den Cheekbones. Nicht so kneifen deine Augen, lass mal locker. Ja, das fällt mir ja so schwer, weißt du, locker zu lassen. Ich würde so gerne eure Kommentare gerade lesen. Ach so, ja. Aber ich verspreche, wir gucken gleich. Ja, danke, dass ihr die Fragen beantwortet. Würde mich über die Back freuen. Was muss man machen, um die Back zu bekommen? Ja, das ist, wie gesagt, ganz easy. Einfach in der MeinDM-App
diese Sendung schauen und unter allen ZuschauerInnen verlosen wir 5 dieser Bags, die natürlich morgen Abend dann voll pickepacke vollgepackt sind mit allerlei Produkten, unter anderem allem, was du jetzt gerade hier verwendest für meine Smoky Eyes. Übrigens sollte diese Show ja ursprünglich nur 15 bis 20 Minuten gehen. Ich glaube, wir verlängern. Nee, ich beeile mich extra short. Ich beeile mich doch. Aber ich will so ein bisschen, guck mich mal an. Das sieht nice aus. Warte, ich mache noch einen verführerischen Blick drauf. Nein. Okay, oh Gott. Es okay, ist sehr ungewohnt. Es sieht echt cool aus. Ich bin begeistert von mir selber. Von dir selbst? Ja, das ist super. Und so. Von diesem Produkt hier. Was machst du jetzt? Ich mache das noch ein bisschen extremer und dann komme ich gleich mal. Ja, doch, wir legen jetzt richtig auf, du. Hast du heute Abend schon was vor? Oder wolltest du irgendwo mit mir tanzen gehen? Wir gehen hier im Livestream tanzen. Wir nehmen das alle wir anderen mit, oder? Wir machen die Party. Also, sehr gut, okay. Das heißt, ihr müsst demnächst, wenn ihr vielleicht tagsüber unterwegs seid, sagt, wir wollen abends noch weg und kommen nicht mehr nach Hause, einfach nur diese Palette mit reinnehmen. Ja, ein Eyeliner. Was hast du vor? Schieß los. Ja, ich bin echt verdammt schlecht im Lidstrich, ne? Okay, Leute. Ich halte auch extra still, dann musst du aber reden. Kann ich aber nicht. Warum ist, also, vielleicht kannst du erzählen, warum dieser Eyeliner so gut ist. Das ist auch von Alverde der Eyeliner. Damit betone ich jetzt deine Augen mehr und ziehe den Wimpernkranz so ein bisschen nach. Vielleicht mache ich dir dann auch ein bisschen, ja. Noch so ein Marilyn Monroe Schönheitsfleck. Machst du mal die Augen gut zu? Ja. Ich mach mal. Also übrigens auch die Pinsel von Abelin, die wir gerade verwendet haben oder Jackie verwendet hat, wandern natürlich in die Glowbag. Meine Leistung, die mich gerade nicht überzeugt. Moment, ich verblende. Und dieser Eyeliner auch. Ein bisschen verblenden. Oh ja, das ist ganz gut. Sagst du das nur so oder ist es auch so? Nee, das ist so. Ich würde niemals lügen. Kennt ihr noch My Model? Ich hatte ja früher, da war ich 9 oder so, habe ich mir ein My Model zu Weihnachten gewünscht. Mein Vater war nicht so begeistert, ich habe es aber bekommen und so fühle ich mich gerade so ein bisschen wie dieser Puppenkopf, den man schminken konnte. So Cheekbones. Genau, mach mal so. Ja. Fischmund? Ja, genau, dass man so richtig deine Cheekbones sieht und dann mache ich da drunter mal so ein bisschen Contouring. Jawohl. Ja. Ich weiß nicht, ob das 100% richtig angesetzt ist, aber ich finde, es macht optisch was her. Ja. Das sieht ziemlich stylisch aus. Da draußen gucken auch schon alle und fragen sich, was wir hier drin eigentlich machen. Ja, ich mache mich gerade für die nächste Party fertig. Ah, Leute. Und jetzt machen wir oben auch noch ein bisschen, so ein bisschen Contouring. Ja, da kannst du da auch ein bisschen die Geheimratsecken verstecken. Ja, das ist gar nicht schlimm, das machen wir. Wenn du mir noch wir haben ja ein Kajal, ich kann dir schwarze Haare malen. Ja, wir müssen diese Show an dieser Stelle leider unterbrechen. Okay, Moment, mit dem Highlighter bin ich doch noch fertig. Okay, also wie gesagt, all das wandert gleich in die Goodie Bag, die ihr 5-mal gewinnen könnt in dieser Show und natürlich in allen Shows, die es auch morgen geben wird. Und wir schminken jetzt hier noch so ein bisschen Highlighting auf die Nase, die ist ja noch nicht groß genug bei mir. Nee, ist noch zu schmaler. Entschuldigung. Ach so. So. Ja. Also ihr seht, ich bin echt sehr begeistert von dieser Palette. Und von dir selbst, das merke ich schon. Und von mir selber und von deinem Gesicht, weil ich das sehr schön gerade geschminkt habe. Ich mache hier einfach so einen Highlighter in die Augen, so da. So da, das ist innen. Professional Ausdruck. Innen. Innen von den Augen. Innen. Da habe ich jetzt eben gerade ein bisschen Highlighting gesehen. Ich könnte jetzt auch die Cheekbones, über den Cheekbones könnte ich jetzt auch noch so ein bisschen, aber da kann man auch Blush machen und guck mal, was wir haben. Blush. Wir haben sogar rosa hier. Mhm. Damit könnte man ein bisschen Blush machen. Übrigens, passend dazu hat Melanie Hoffnung geschrieben, was für ein Cheek. Cheekbones, habe ich auch gerade gelernt, sind die Wangenknochen. Weißt du, was richtig lustig wäre, wenn ich jetzt einen falschen Begriff gesagt habe und das eigentlich ganz anders heißt? Dann hast du vielleicht einen neuen Trend gesetzt. Man muss es immer auch von dieser Seite sehen. Sunny fragt, werdet ihr auch künstliche Wimpern verwenden? Ganz bestimmt, Sunny. Jetzt gerade haben wir nur leider keine da, sonst würden wir natürlich sofort anfangen. Verschoben ist nicht aufgehoben. Und Verena schreibt, ach wie cool, dass Jackie da ist. Ja, guck mal, hier kommt ganz viel Herzchen. Danke. Hase schreibt, tolle Produkte. Ja, also wirklich Leute, ich habe von Lidschatten, Contouring, Wimperntusche, Lippenstift, Lippenpflege, Nagelöl. Ich habe wirklich von allem von Alverde etwas. Also wenn Jackie bei DM einkaufen geht, kann man sich das so vorstellen, sie steht vom Alverde-Regal und macht... Ja, Deo, Bodylotion. Wie viel Alverde willst du? Ja. Ja, alles. Ach, herrlich. So, okay. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
ja, ich könnte noch ein bisschen mehr Blush nochmal auflegen hier so. Ja, wir machen also dann gleich noch die Wimpern und sowas. Ja, genau. Ne? Und Concealer, ne? Also da muss ich sagen, nicht Concealer, sondern das ist ja, upsie, das müssen wir mal ein bisschen richten wieder. Guck, Melanie Hoffnung schreibt, es glitzert auch 100 Kilometer weit. Glitzer haben wir noch gar nicht benutzt. Ja, doch hier, siehst du, es ist so mit leichtem Glitzereffekt. Ah. Ja, 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 da sind nämlich drei Farben dabei, die shiny sind. Also was wäre die Glow ehrlicherweise auch ohne Glitzer? Ja. Und ihr Lieben, ich glaube, deswegen ist es jetzt an der Zeit, unsere Glowbag noch ein bisschen zu befüllen. Komm Jackie, hau deine Lieblingsprodukte rein, sag nochmal, was das alles ist. Das ist Contour und Highlight Palette von Alverde. Und hier haben wir einen Eyeliner, den ich jetzt nicht so gut angewendet habe, weil ich das einfach nicht kann. Das übe ich noch, versprochen, beim nächsten Mal kann ich. Meine Augen sind auch ohne Highlight, ohne ja, Eyeliner, naturschön. Sind auch ohne gut. Das kann ich reinwerfen. Ja, einfach rein damit. Mega. Und das auch? Einfach die rein. Die Leute bekommen es dann auch gebraucht, ne? Nein, ihr bekommt natürlich eine frische. Nicht die hier, die ich schon benutzt habe. Die Aybelline Pinsel, die du benutzt hast, die können wir auch direkt mit reinpacken, ja, würde ich sagen. Ja, perfekto. So, und dein Lippenbalsam, da tauchen wir auch noch mal rein, ne? So. Entschuldigung, pardon. Mein Lippenbalsam auch. Soll ich direkt reinwerfen? Ja, dann habe ich ja keinen mehr, aber ich könnte mal wieder auftragen. Sekunde. Ihr Lieben, unsere Bag füllt sich und morgen geht es natürlich auch weiter mit den nächsten Shows. Um 12 Uhr gibt es die erste Show und ich garantiere euch, wir werden noch sehr, sehr viele Highlights am Start haben. Und ich hoffe, dass der Platz überhaupt ausreicht bei diesen Bags. Selbst wenn ihr jetzt in der Show aktuell, Achtung, keine gewonnen habt, dann habt ihr natürlich morgen die Chance, nochmal in jeder Show 5 unserer Glowbags nach Hause geschickt zu bekommen. Und ihr müsst wie immer nichts dafür tun, außer in der MeinDM-App einfach die Sendung schauen und wenn ihr wollt, fleißig kommentieren. Wir hoffen, wir haben jetzt doch einige Fragen noch beantworten können. Ich musste ja die ganze Zeit die Augen zumachen. Tut mir leid. Ja? Jackie? Ich bin schuld. Was ist dein Highlight heute hier auf der Glow? Du. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Echt gut. Du hast es super gemacht. Es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Bis ganz bald. Jackie, euch einen tollen Tag und wir sehen uns morgen um 12 Uhr wieder in der MeinDM-App live hier von der Glow Convention bei DM aus Essen. Und vielleicht lasse ich das Make-up über Nacht auch drauf. Obwohl, man soll sich abschminken, habe ich heute gelernt. Das stimmt, aber ich bin ja morgen auch noch da. Also zumindest hier. Also wenn du mich findest. Morgen machen wir den Festival-Look. Also reinschalten. Ihr Lieben, macht's gut, happy weekend und bis morgen. Danke, Jackie. Gerne, ich danke. Ach, guck mal, jetzt muss ich mich ja bei meinem Spiegel auch angucken. Ja. Mein Gott. Burn,